Und weiter geht's mit God of War. So, ich glaube, wir müssen jetzt mit Sindri und Brock reden, weil die ab und zu darum gelungen sind, wo Odin war. Und die müssten eigentlich wissen, wie man an das zweite Auge kommt, damit wir die Welt nach Jötunheim aktivieren können. Dann schauen wir doch mal, was die zu sagen haben. Hey Jungs, eine Frage. Wo finden wir Mimirs zweites Auge? Das. Tut mir leid. Um genau zu sein, Odin bat mich. Er gab mir den Auftrag. Er zeigt es mir, wisst ihr, und ich. Lehnte ab. Verzeihung, entschuldigte mich. Na, das hilft ja weiter. Wisst ihr, das war etwa zur gleichen Zeit, als Odin vorbeikam und mich bat, eine Statue mit einer Art Geheimfach zu bauen. Tja, da das keine Waffe ist und die Asen ein Haufen pickelgesichtiger Spinner sind, habe ich ebenfalls abgelehnt. Aber ich weiß, dass er sie trotzdem baute. Welche Statue? Es ist die von Thor, wo er sich seine Eier am See schaukelt. Die Schlange hat sie gefressen. Tut mir leid. Geht schon viel besser. Wie sollen wir in der Schlange suchen? Innen? Finden wir besser heraus, was die Weltenschlange dazu sagt. Tja, ich weiß nicht, was vor uns liegt, aber jetzt wäre ein guter Zeitpunkt, eure Ausrüstung auf das Schlimmste vorzubereiten. Alles, was ihr müsst, macht es jetzt. Noch einmal zum Horn. Ist die Statue etwa verloren? Sie glaubt, sie ist vielleicht immer noch in ihrem Magen. Und die Schlange lässt euch in ihren Mund rudern, um euch umzusehen. Okay. Wirklich? Es ist so. Sie ist auch nicht gerade begeistert.
Also, wollen wir das wirklich tun? Uns von der Schlange verschlucken lassen? Du musst nicht mitkommen. Na, das will ich nicht verpassen. Ja. Ich auch nicht. Noch ein Name. Rota! Jemand, der die Walküren sehr liebte. Wer nur? Vielleicht die Königin? Nein, es kann ja nicht sein, dass ich das Ding nicht treffe. Alter, ich dreh durch, wenn ich das Ding nicht treffe jetzt hier. Das gibt's doch gar nicht. Okay, gut. Dann würde ich sagen, ab rein in die Schlange. Ich habe nichts dagegen, vom Maul der Riesenschlange wegzurudern. Doch, das ist ein langer Weg in den Magen. Brüder, ich war an vielen seltsamen Orten. Aber das ist neu. Ja. Ich war auch noch nie im Bauch eines Riesen. Und du, Vater? Noch nie in einem, der mich gar nicht fressen wollte. Mit so einer Hand. Bestie. Nimm das Auge von, ich sehe gar nichts hier. Lustig, von sowas habe ich oft geträumt. Vor Träumen braucht man keine Angst zu haben, ich weiß. Es hat mich nur an das Gefühl erinnert. Damals, als Kind. Suchen wir die Statue.
schlimm wie erwartet. Wie fermentiertes Heidi. Eigentlich sogar recht angenehm. Ah, hier gibt's aber Gold. Da ist irgendwas im Wasser. Ah, irgendwie brennt das Wasser hier drin. Das ist Wasser, oder? Ja. Zum größten Teil. Wasser, Magensäure. Da ist ein Kistchen. Willst du hier anlegen? Ja. Wollte ich schon gerne, aber hier ist eine Kiste. Wir holen noch die Kisten. Da, der Hammer. Ah, und da ist der Hammer, oder? Da ist auch noch was, müssen wir uns noch holen. Okay, also noch mal ein bisschen zurück. Muss das Gold noch mitnehmen hier? Ja, ich glaube, das brauchen wir nämlich zum Leveln dann. Dann schauen wir mal, ob wir hier anlegen können. Hier scheint nichts zu sein. Aber hier kann man anlegen. Aber wir müssen noch mal eins rüber. Ist nicht da geblieben. Zieh doch da ein. Ja, mach ich doch schon. Ich habe gedacht, die ist eingerastet um. So, jetzt können wir hier nicht mehr weiter. Das heißt, wir müssen uns die Quelle wieder holen. Fahren wir auch wieder rüber. Mimir, eine Idee, wo Odin dein Auge versteckt hat? Nein, ich kann schließlich nicht mehr hindurchsehen. Gegner dürften hier eigentlich keine sein. Ich kann mir nicht vorstellen, dass in seiner Schlange hier einfach mal ein paar Leute rumrennen den ganzen Tag. Ja, ist dein Auge. Vielleicht solltest du das in meinen Kopf stecken, zur Sicherheit. Das ist ein bisschen groß. Sachte jetzt, sachte. Das passt aber. Ich danke dir. Man kann das räumliche Sehen echt vermissen. Okay, das heißt, wir müssen wieder zurück, oder? Oder geht's hier noch ein bisschen weiter? Kann man hier noch was machen? Nee, kann man nicht mehr machen. Okay, wir müssen wieder zum Anfang zurück. Das haben wir gelootet. Dann kommen wir hier nicht runter. Ah, hier. Sehr schön.
So, hier war jetzt nichts mehr, oder? Ich will nichts übersehen. Voll sind wir. Hier kann man klettern. Und hier scheint nichts mehr zu sein. Schaut schon cool aus. Okay. Dann ab ins Bötchen. Wie ist das, Mimi? Tja, ich kann nicht sagen, dass ich mich wieder ganz fühle, aber es ist eine Verbesserung. Ist der Bifrost intakt? Es wird reichen. Dann haben wir alles, was wir brauchen. Endlich! Wir gehen nach Jötnäen. Jetzt hält uns nichts mehr auf. Wir durchkommen. Kleiner, weißt du, was das Schicksal herausfordern bedeutet? Schicksal ist eine weitere Götter, Lüge. Ja, natürlich. Du bist wirklich der Sohn deines Vaters. Der lässt uns jetzt hier wieder raus, ganz normal. Wie kommen wir jetzt wieder raus? Wir signalisieren. Was ist da los? Das war etwas furchteinflößend. Reizt unsere Anwesenheit Jörmungandas Magen? Nein, etwas stimmt nicht. Geschlagen? Was ist das? Beeilung. Sehe ich ganz genauso. Wir sollen die Schlange schlagen. Na, ziemlich weit noch. Versuche das Gleichgewicht zu halten. Alter, Spiel. Das Boot schwankt, ich werde. Ich hab dich. Game over. Alter Schwede. Junge. Oh, alles gut. Mimir? Okay, er ist da. Was ist passiert? Waren wir das? Nein. Etwas anderes. Der tote Riese. Warum ließ uns die Schlange hier? Da! Freya. Wir können dir noch trauen, oder? Halte Abstand, bis wir es wissen. Die Weltenschlange. Was ist passiert? Wir hatten gehofft, du weißt es. Du bist weit gereist. Ich suche meinen Sohn. Ihr beiden. Habt mir die Augen geöffnet. Du weißt gar nicht, wo er ist? Nein. Doch die Wälder und Wiesen sprechen von ihm. Ich weiß, er ist hier in Midgard. Wann hast du ihn gesehen? Ist lange her. Noch vor deiner Geburt. Warum stehst du denn so weit weg? Was ist los? Was ist passiert? Da! Och, du Scheiße. Ich habe geahnt, dass ich euch beide hervorlocke, wenn ich die große Schlange verletze. Habt ihr eine Ahnung, auch nur den Hauch einer Ahnung, was ihr mich gekostet habt? Mein Sohn. Mutter. Ich bin hier. Lauf nicht weg. Oh, ich gehe nirgendwo hin, Mutter. Ich weiß, dass du wütend bist. Ich weiß,
dass du noch dasselbe fühlst, doch ich möchte, dass... Was ich fühle? Was ich fühle? Ich habe die letzten 100 Winter geträumt. Von diesem Moment. Habe alles genau durchdacht, was ich dir je sagen wollte. Jedes Wort, damit du dann endlich begreifst, was du mir alles geraubt hast. Aber jetzt wird mir klar, du musst eigentlich überhaupt nichts begreifen, weil ich dich gar nicht brauche. Nein, zurück, Kratos, das hat nichts mit dir. Der Weg, den du wählst. Rache. Er bringt keinen Frieden. Glaub mir. Du. Um dich kümmere ich mich später. Zuerst die Familie. Das wieder. Schauen wir doch mal, ob wir ihn jetzt weghauen können. Du musst gehen! Bitte! Nein! Wie kannst du ihm durchdringen? Hört bitte auf zu kämpfen! Du und deine Magie! Ich hasse dich! Wende dich lieber davon ab, Junge. Das wird nicht schön. Ich lass das nicht zu. Nein, Junge. Na schön. Halt! Yeah! Nein! Nein, Atreus! Du blutest. Atme, Junge. Atme. Nicht mein Blut. Was ist das? Ich kann das spüren. Ich kann jetzt alles spüren. Er ist verwundbar. Köchergurt, ja. Die Mistel hat ihn verletzt. Freya hat sie böse genannt. Er ist nicht nur verletzt, der Bann ist gebrochen. Dann kann man ihn töten. Ganz bestimmt, langsam erinnere ich mich. Jetzt erinnert er sich. Sie kontrolliert dieses Ding? Haltet euch da raus! Ich weiß, ich kann ihn umstimmen. Nein, Weib, kannst du nicht. Er hat vor, dich zu töten. Du kannst mich nicht aufhalten. Niemand kann das. Wo ist er? Es ist mir egal, wenn er mich tötet. Ich werde ihn beschützen. Ich lasse ihn nicht sterben. Wie ergreifend. Das ist alles bald vorbei. Da! Thank you.
Verteidigen der Parry. Fuck it. Mutter! Ich bring dich um! Ist noch ein bisschen Leben oder so? Matthäus!
doch, wir müssen. Da! Halte ihn auf! Bitte! Es gab schon genug Leid! Sei still, Mutter! Ey Gott, was müssen wir noch machen hier? Kann ich ausweichen? Ewig gegangen hier. Ich glaube, dass die Freya noch eingreift. Oh!
Sorry, dass ich hier so ruhig bin, aber ich bin komplett hin und weg. Uns nicht mehr folgen. Du lässt sie in Ruhe. Ich brauche deinen Schutz nicht. Sehr gut. Ihr habt's besser gemacht wie sein Sohn. Ich habe Fehler gemacht. Ich weiß.
Aber du bist jetzt frei. Du hast, was du wolltest. Versuch mir zu vergeben. Lass uns bitte neu anfangen. Nein. Nein. Niemals. Denn ich werde dir niemals vergeben. Du musst dafür büßen, dass du mir mein Leben gestohlen hast. Ich habe gebüßt. Ich habe gebüßt. Aber wenn nur das allein dir Frieden bringt. Und wenn nur mein Tod die Fehler berichtigt, wehre ich mich nicht. Ich glaube, sie wird Kratos nicht zulassen. Junge, dass wir jetzt nicht gegen Freya kämpfen müssen. Er wollte es. Ich schwöre hiermit dir jede Qual, jedes erdenkliche Gräuel anzutun. Versprochen. Ich werde deinen kalten Leichnam durch alle Orte, in allen Welten tragen und dich dann Hehls Abschaum zum Fraß vorwerfen. Das ist mein Versprechen. Er hat dich gerettet. Er hat mir alles genommen. Alles. Du bist ein Monster. Erfüllt von Bosheit und Zorn. Du wirst dich nie ändern. Dann kennst du mich nicht. Gut genug. Und er? Junge. Hör gut zu. Ich komme aus dem Land Sparta. Durch einen Götterpakt verlor ich meine Seele. Ich tötete viele, die es verdienten. Und Unschuldige. Ich tötete meinen Vater. Das war dein Vater, Neil. Lebt man so als Gott? Muss alles so enden? Söhne töten ihre Mütter, ihre Väter? Nein. Wir entscheiden selbst, welche Götter wir sind. Ohne zurückzublicken. Wer ich war, wirst du nicht sein. Wir machen es besser. Tja, dann sind wir wohl jetzt die Bösen. In ihren Augen ja, aber sie hatte diese Wahl nie.
dieser Reise, solange ich die Kraft habe. Ich verstehe nicht. Ich weiß, es war richtig, sie zu retten. Aber sie war am Ende richtig böse. Nicht böse? Du hast ihren Sohn getötet. Ihren Sohn. Den Tod eines Kindes können Eltern nicht leicht verkraften. Er wollte sie töten. Sie wäre gestorben, damit er lebt. Das können nur Eltern verstehen. Also dürfte ich dich töten? Wenn du stattdessen lebst. Ja. Hör mal. Es gab keine leichte Wahl. Für niemanden. Aber wir sind uns einig, dass du richtig gehandelt hast. Die Welt ist ein besserer Ort mit Freya darin. Nur, gebt ihr Zeit, Freunde. Ihr werdet sehen. Dann zurück zu Tyrs Tempel. Ein letztes Mal. Ja, Jotunheim wartet. Okay, Leute, und damit würde ich sagen, ist... Was haben wir Baldur denn gekostet? ...diese Folge beendet. Odin muss ihn überzeugt haben, er würde geheilt, wenn er euch nach Jotunheim folgt. Sicher nur Lügen. Warum hat die Mistel den Bann gebrochen? Bannenmagie ist sehr mächtig, aber ihre Regeln sind nur schwer fassbar. Eine Hexe kann damit bestimmt umgehen. Oh, das ist alles so verdammt tragisch. Baldur war das größte Geschenk, das Odin Freya gab. Das einzig Gute aus ihrer Ehe. Sie wollte ihm nur Schmerz ersparen und sich selbst ihn zu verlieren. Doch solche Regungen lassen gute Eltern oft schrecklich dumme Entscheidungen treffen. Genau, damit würde ich sagen... Was ist auch schon mit der Folge? Hat mir wirklich Spaß gemacht. Und wenn es euch genauso viel Spaß gemacht hat, lasst mir doch ein Like oder sowas da. Würde mich sehr, sehr freuen. Und dann würde ich sagen, schauen wir in der nächsten Folge zur Tyrs Kammer wieder. Und dann schauen wir, wie die Story weitergeht. Ich werde vielleicht ein bisschen Nebenquests machen, ein paar Nebenaufgaben noch. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin wünsche ich noch viel Spaß auf meinem Kanal. Ciao, ciao. Euer Andi.